Na gut. Die scheinen lieber in der Erde rumzuhauen als in der Erde. So. Die hätten schon mal richtig viel Clay. Ja, wir nehmen ein bisschen Clay von denen. Nehmen wir alles Clay, dann nehmen wir Holz. Solange wir uns nicht richtig selber mit Holz versorgen können, gibt es halt hier Holz. Und gerade für die Holzversorgung haue ich da oben die riesigen Räume. Das zeige ich euch dann später, wenn es soweit ist. Erstmal muss ich Vorbereitungen treffen, also die Räume ausheben und bestimmte Gebiete mit Straßen und Böden pflastern. Ihr habt Haufen Holzsachen. Ein Rabe im Käfig, noch ein Rabe. Zeug zu trinken, Holzwaffen. Holzschilde, Holzbackler, Kleidung. Fiberbags, Cloth, habe ich genug? Leder wäre nicht schlecht, wenn ihr welches hättet. Rope. Nee, hauptsächlich sehe ich nur Warpweed. Ja. Toll. Nö, also nichts wirklich Wichtiges. Pfeile können wir nicht benutzen. Prickle und Fischerberries und Weizenberries, Redweed. Nee, das vegetarische Futter lassen wir mal weg. Was war hier? Was soll das sein? Das muss ich mal kurz gucken. Trousers. Ah, Hosen. Okay, und Splints und Crutches. Okay, dann habt ihr nicht gerade viel. Also brauchen wir euch auch nicht so viel geben. So. Und sie waren halb zufrieden mit dem Handel. Wahrscheinlich, weil wir nicht viel gekauft haben. So. So. Trader wird nicht mehr gebraucht. Wir haben ein bisschen Holz gekauft. Gut. Die sind beide immer noch bei Minern. Wo meinen sie jetzt? Meinen sie jetzt hier oben? Sieht nicht wirklich danach aus. Ach, sie meinen hier. Ja, sehr schön. Okay, Building. Geben wir schon mal zwei weitere Quartzdwarfs Workshops in Auftrag hier. Ruhig aus Granit. So. Währenddessen muss ich mal kurz gucken. Ja, genau hier drüben. Also erst einmal gucken, die Straßen sind schon fast alle fertig. Ah, dazwischen habe ich was übersehen, sehe ich gerade. Building Street. Hier nämlich. So. Ein Gabbro-Block wird dafür benötigt. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch alles Gabbro-mäßig. Also Building, Paved Road, nee, Groß C, Floor. Nämlich hier. Nein, kleiner, kleiner. So. Gabbro. Und noch mehr Floor hier drüber. Auch aus Gabbro. So.
Auf Treppen wächst, soweit ich weiß, nichts. Ah, wenn wir schon mal dabei sind. Rock Blocks. 30 Stück. Und nochmal Rock Blocks. 30 Stück. So. Dann dürfte es das hier soweit sein mit Böden. Ja, wird sogar schon fleißig gebaut. Also unsere Zugangsstraße ist schon mal gesichert. Und wir haben mal wieder einen Dieb entdeckt. Wo bist du? So ein Creature? Ah ja, da haut er ab. Ich hätte gern mal was anderes als immer nur Kobold-Diebe. Ja, klingt vielleicht ein bisschen crazy, aber ich hätte auch gerne mal endlich mal einen gegnerischen Goblin-Kampftrupp. Ah, so. Die beiden da unten scheinen wieder eine Diskussion zu halten. Attend Meeting, ja. Wer bist du denn? Ah ja, mein Stonecrafter. So, die beiden Workshops sind auch schon fertig. Sehr gut. Betrayed by the cats. Schon wieder ein Dieb. Ja, flieh du ruhig. Was ist mit der Straße hier? Needs Architecture. Was genau macht ihr hier? Store Item im Stockpile, okay. Demnächst müssen wir dann mal uns einen Kanal bauen hier in den Fluss hinein. Am besten nicht gerade an der schmalsten Stelle. Und dann Wasser nach unten leiten. Müssen wir mal gucken, wo wir das am besten machen können. Wahrscheinlich hier irgendwo. Hier, genau. Genau an der Stelle Wasser runterleiten. Gucken wir mal kurz. Genau, auf der Höhe hier. Hier irgendwo abgelegen. Noch einen Raum ausheben. Den Channel als tiefer Channel größtenteils, dass wir dort eine Wassergrube kriegen und die dann halt durchgehend fluten durch den Fluss, und das überschüssige Wasser leiten wir durch den über den Kartenrand dann ab. Das Ganze sichern wir dann noch mit Grates ab, mit ein paar, dass das Wasser einfach durchfließen kann, aber es nicht aber keine bösen Sachen durchschwimmen können. Sondern nur eben nur Fische. Obwohl, es können ruhig Sachen durchschwimmen. Wir machen es ja nicht so, dass es direkt ins Fort geht, sondern dass es zwar innerhalb des Forts ist, aber eben nicht direkt in die Räume geht, sondern genauso wie der Refuse Stockpile. Oh, wieder ein Hund geschlachtet. Sondern eben wie der Refuse Stockpile hier über diese Treppe zugänglich ist. So müssen unsere Zwerge dann fast überhaupt nicht mehr das Haus verlassen. So, wieder ein Hund geschlachtet. Was sagen die Räumlichkeiten hier unten? Die werden alle ausgehoben. Hier sind sie noch gar nicht mal richtig fertig geworden. Aber es werden immer Steine geschleppt.
Nachher, wenn das alles ausgehöhlt ist, hier und hier, werde ich die Steine wieder wieder dumpen und sie dann wieder hier oben lagern lassen. Dann kann ich da unten die Stockpiles frei besetzen. Wie sieht's aus mit dem Objektschmelzen? Scheint gut zu klappen. Wie sieht's mit unseren Vorräten aus? Wir haben mal wieder etwas wenig zu trinken. Dafür haben wir sehr viel Hundesachen. Wie sieht's mit unseren Seeds aus? Das sieht sehr gut aus. Wir werden wahrscheinlich demnächst mal eine Presse hier oben brauchen, damit wir die Sachen auch pressen können. Also die Rocknuts zur Paste pressen. Das wollte ich damit sagen. Und die Karawane verlässt uns. Wir können ja schon mal das Gebäude in Auftrag geben. Das müsste nicht die Quern sein. Quern und Millstone ist beides dasselbe. Also die Quern wird von Zwergen betrieben, der Millstone wird von einer Wassermühle betrieben. Oder von anderen Sachen. Jewelers Workshop brauchen wir noch nicht. Seeds Workshop werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Screw Press, genau. Die ist ziemlich klein. Okay, ich glaube, da muss ich mich vorher noch mal einlesen. Eine Presse habe ich nämlich bis jetzt noch nie gebaut oder benutzt. Weil ich noch nie so weit gekommen bin, ehrlich gesagt. Es ist verdammt ruhig eigentlich. Habe ich wieder Türen eigentlich, die ich platzieren kann? Ja, habe ich. Dann platziere ich hier mal Türen. So, dann gucken wir mal zu unserem Eingang. Hier ist... Sieht alles soweit gebaut aus. Jupp. Hier unten ist nirgendwo mehr Clay, hoffe ich mal. Das hier sind Dings. Ja, das ist Rock Crystal. Gut. Hier ist auch kein Clay. Hier wäre Clay. Ja, auf den Stockpiles wächst normalerweise nichts. Aber in den Workshops kann, glaube ich, was wachsen. Hier ist auch ein bisschen Clay. Oder? Ja, genau, dieses eine Fitzelchen hier ist Clay. Ich sollte am besten einfach mal die beiden Stockwerke, wobei der bei dem Stockwerk hier hat, das glaube ich egal ist, weil da alles aus Clay ist. Ja. Werde ich einfach mal hier Designation Smooth Stone sagen. Und werde einfach mal hier. Hier und hier den Stones moven und dann den Rest werde ich mit Floor besetzen. So. Genauso mache ich es dann hier oben auch, wobei ich hier einfach gleich den Floor bauen kann. Floor. Wir müssten ja mittlerweile wieder genug. Naja, wir haben Granitblöcke, davon nehme ich mal ein paar. Hier und hier auch Granitblöcke. So, dann haben wir hier schon mal den Floor. Dann brauchen wir nur noch hier Floor zwischen den Farmen. Das ist eigentlich alles, was wir dann am Floor brauchen. Construct Blocks Detail Floor. Jawohl. Hier werden immer noch Sachen eingeschmolzen. Gucken wir mal kurz hier die bei den Weapons rein, was denn noch übrig ist. Eine Steel Battle Axe und Copper Battle Axes, ja. Sehr gut. Okay. Die Elfen hauen ab. Gut.
Wie gesagt, ich kann ja schon mal hier bei meinem Refuse-Stockpile, wie viele Ebenen drunter sind wir eigentlich da? Ah, ein paar Ebenen drunter. Kann ich, wie gesagt, schon mal noch einen Raum in Auftrag geben. Den mache ich einfach mal ein bisschen symmetrisch. So.